Hi und herzlich willkommen bei Lehrer Schmidt. In diesem Video werden wir die Oberfläche von einem Kegel ausrechnen. Dafür brauchen wir einen Kegel, den sehen wir hier. Wir brauchen den Radius und die Seitenhöhe. Die Höhe vom Kegel brauchen wir eigentlich nicht, außer wir haben die Seitenhöhe nicht gegeben. Dann können wir über den Satz des Pythagoras die Seite ausrechnen. Aber fangen wir vorne an. Die Oberfläche vom Kegel setzt sich erstmal zusammen aus Grundfläche plus Mantel. Ganz einfach. Nehmen wir es ein bisschen weiter auseinander, dann können wir sagen, die Grundfläche ist ein Kreis, also Pi mal R Quadrat plus den Mantel, der sieht aus wie ein Dreieck mit so einem Bogen und die Formel dafür ist Pi mal R mal S. So, und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einsetzen. Und das machen wir jetzt. Die Oberfläche vom Kegel ist also Pi mal R, das sind 2 cm, das Ganze zum Quadrat, plus Pi mal R, also 2 cm mal 5,4 cm. Also nur abschreiben. Und jetzt rechnen wir das einfach mal in 2 Stücken aus, damit wir nicht durcheinander kommen. Ihr könnt das jetzt aber auch komplett in den Taschenrechner eingeben. So, auf geht's. Pi mal 2 hoch 2 gleich 12,57. Ich schreibe das mal auf. Zentimeter, Zentimeter, also Zentimeter zum Quadrat. 12,57 Quadratzentimeter plus, jetzt rechnen wir den zweiten Teil aus, Pi mal 2 mal 5,4. Wieder auf 2 Stellen nach dem Komma. Also 33,93. Wieder Zentimeter mal Zentimeter, also Zentimeter zum Quadrat oder eben Quadratzentimeter. So, und jetzt sind wir gleich schon fertig. Das addieren wir jetzt noch kurz. 12,57 plus 33,93. Das sind 46,5. 46,5 Quadratzentimeter natürlich. Und schon haben wir die Oberfläche vom Kegel berechnet. Und jetzt fassen wir noch mal kurz zusammen. Die Oberfläche vom Kegel ist die Grundfläche und der ganze Mantel. Hier seht ihr die Teilformeln und dann einfach einsetzen. Passt auf, dass ihr mit den Maßeinheiten nicht durcheinander kommt und ausrechnen. Das macht der Taschenrechner. Okay, das war's.